Ja, reicht das so? Vom Weg her? Ja, reicht. Wunderbar, grenzt wunderbar am Marktplatz an. Und dann können wir mit unserem Schiff auch schon weiterfahren. Einmal Milch holen. Du kannst derweil, ja, was machst du? Du holst jetzt einfach mal Werkzeug und Holz und sowas alles. Das brauchen wir ja eh Ich wieder. habe etwas Papier, das. Gut. Handel. Ich habe etwas. Ich habe außergewöhnlich. Ich habe so, etwas Papier Papier, haben wir. Das brauche ich nicht. Ich Sorry. habe etwas Papier, das ich euch. Möge der Handel beginnen. Aber Marmor nehme ich. Ich habe etwas Papier. Ich habe außergewöhnlich. Ich habe alles Papier, Werkzeug. Und dann fahren wir nochmal nach oben und holen Holz. Und sei du ruhig, Mensch. Ausgezeichnet. Ja. Genau so. Nur zu. Seht euch in aller Ruhe um. 40 Holz. Ah. Der Erlös aus dem... Aber ja. Euch zu sehen. Aber ja. Okay, sehr schön. Du holst jetzt noch die restliche Milch gleich. Lasst euch nur nicht erwischen. Ja, ganz ruhig. Nee, das gibst du dahin. Du hast 18 Milch. Da fehlt noch ein bisschen was. Das gibst du ab, das gibst du ab, das gibst du alles ab. Dann das Papier, Mosaik. Okay, damit können wir wieder einiges bauen. Sehr gut. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wege brauche ich nicht. Teppichknüpfereien, ja, später, wenn wir Seide haben. Dafür müssen wir erst noch eine Insel erobern. Dann brauchen wir... Die Moschee kommt später. Was wollte ich denn? Indigo? Ja, Indigo ist in Ordnung. Also, wird ja gerade produziert. Aber irgendwas sollte ich doch noch machen, weswegen ich das Holz gekauft habe. Ach, eine Noria wollte ich bloß noch bauen. Richtig. So, dann kommt hier auch noch mal eine Indigo-Plantage hin. So. Und unten kann dann noch eine hin. Aber vorerst muss das an Indigo reichen. Kann man das Gebäude noch aufwerten? Nein, das ist schon das Höchste. Okay, die haben nur eine Stufe. Gut zu wissen. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Nein, nur noch die Milch. Gib mal die Milch ihm hier. Und er fährt rüber und gibt es Madame D'Artois. Ach, ganz viele Aufträge hier. Teppichknüpfereien und Seidenplantage brauchen wir noch. Gut, machen wir. Das heißt, du bekommst jetzt erstmal das hier. Fährst dann rüber zur Hexe, die auch noch ein bisschen was im Lager hat. Ist das der Warennachschub für meine Herrin? Ja. Ich danke euch von Herzen, Madame da. Dankeschön. 20 Seile, auch gut. Können wir eventuell bald eine orientalische Werft aufbauen. Das ist auch richtig genial. Das geben wir dem Schiff mit. Hier brauchen wir nichts mehr. Wir fahren runter. Tun wir nicht. Hamdallah. Da muss ja ein anderes Kontor hin. Das muss also das orientalische Schiff machen. Nee, du bist das orientalische Schiff. Fahr runter. Hamdallah, 30... Ah, wir haben Ruhm bekommen. Mit Ruhm können wir jetzt die dritte Stufe kaufen. Sie haben eine neue Insel entdeckt. Juhu. Das geben wir wieder ab. Die Seile ebenfalls. Du wirst einen Kontor bauen. Und zwar so, dass wir hier an das grüne Gebiet rankommen. Heißt, noch ein Markthaus noch dazu. So, ist schön. Das kann alles wunderbar abgeholt werden. Das heißt, die Seidenplantagen können hier schon mal hin. Eins und... zwei. Einmal bitte anpflanzen, du auch. Hervorragend! Aus dieser Seide können vortreffliche Teppiche geknüpft werden. Ja. Brauchen wir bloß noch die Teppichknüpferei. Und dafür muss die Seide dann später immer hin und her transportiert werden. Ich hoffe, das reicht dann auch mit den Teppichen, dass wir nicht allzu viel brauchen. Indigo haben wir hier. Alles ist soweit wunderbar. Wir können noch einige Gebäude bauen. Das mache ich auch einfach mal. So, noch ein Weg dazu. Die Moschee kann dann hier unten hin. Dann können hier noch die anderen Gebäude hin. Ah, das wird. Ja, Glaube kommt später.
Da glaube ich einfach mal dran. Wir fahren nach oben, holen uns die Ruhmpunkte ab. Du kannst gleich mal Seide mitnehmen. Du wirst dann auf die Handelsroute geschickt. Komm hoch. So, Seide, 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 Seide. Haben wir noch nicht eingelagert. Dauert noch ein wenig. Obwohl, die haben schon 3 und die 2 Seide sind auch wieder 5. Du kriegst jetzt einfach mal die Handelsroute eingestellt. Du lieferst von hier. Achso. Route erstellen. Nennen wir Seide. Dann nehmen wir den Kontor und den Kontor. Da lädst du Seide ein. Da lädst du sie wieder aus. Und das Schiff, das das Ganze bearbeiten wird, ist die Topaz. Jo, sehr gut. Die Topaz macht sich also auf dem Weg mit der Seide im Laderaum. 6 Seide immerhin. Und wir können hier schon mal die Teppichknüpfereien aufbauen. Wo baue ich die denn am besten hin? Hier oben, wa? Teppich. Großartig. Der Teppichknüpfer nimmt bald seine Arbeit auf. Inshallah. Inshallah, genau. Benötigt ihr eine meiner... Selig, die Gerechten. Ja, ja, ich bin selig, ich bin heilig. Ich verstehe nicht viel von derlei Dingen. Lasst euch nur... Sei ruhig. Die labert aber auch einen Müll. So, du nimmst jetzt mal das. Dann nehmen wir noch das Papier, wovon uns noch eins fehlt. Gegen einen so mächtigen Mann wie diesen Kardinal Lucius kann nur euer... ihr kommt. Gegen einen so mächtigen Mann wie diesen Kardinal Lucius kann nur euer Kaiser etwas ausrichten. Ihr müsst es... Oh. Sei ruhig. So, wir haben das also alles zusammengekriegt. Wir haben Papier und wir haben Indigo. Und damit fahren wir jetzt einfach mal zu der Assassine-Festung. Erinnert mich so ein bisschen an Assassin's Creed mit Masyaf und so weiter. Wir haben neues Land gesichtet. Ja. Jetzt kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Jetzt spionieren wir die Assassinen aus. Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Eine Insel wurde erfolgreich kartografiert. Sehr schön. Mit dieser Karte können wir wohin? Wo soll die hin? Habe ich an Bord? Nee, die muss jetzt Kommt irgendwo mit der hin. Karte hierher. Ach so, zu ihr. Okay. Fahren wir hin. So, die Teppichknüpfereien sind am Knüpfen. Und wir brauchen nur noch eine Moschee und dann ist das Ganze hier wunderschön. Al-Zahir ist immer noch nicht fröhlich genug, der kriegt gleich seine Rollen, sobald wir das hier abgegeben haben. Habt ihr es tatsächlich geschafft? Dieser Turm ist also Richards Gefängnis? Mineure, bei Allah! Sie könnten einen Tunnel graben und so Lord Northburg heimlich aus dem Gefängnisturm befreien. Doch es gibt zu wenig Freiwillige hier, die diese gefährliche Aufgabe übernehmen wollen. Und deswegen sollen wir 120 Gesandte ansiedeln. Das kriegen wir hin. Wir müssen nur noch die 3. Stufe haben. Nehmen wir das hier gleich mal mit. Was für euer Seelen? Ach, können wir nicht. Ach, wir haben schon 2 bekommen. Oh, sehr geil. Verkauf mal das da. Der Erlös aus dem Handel. Wie nett. Und? Der Erlös aus dem Handel. Das kaufen wir auch noch. Sehr erfreulich. Das müsste sogar schon für die 4. oder 5. Stufe reichen. Wenn wir Gesandte als Freiwillige für Lord Northburgs Befreiung gewinnen wollen, sollten wir ihnen schon etwas bieten. Und deswegen sollten wir Mosaik haben, damit sie sich entwickeln können. Denn nur mit Mosaik können sie mein ihre... Mein Volk ist sehr gläubig. ...ihre Dinge wir ausbauen. Ihr bringt ein Zeichen. Euer Bemühen wird... So, wir haben alle 3 Zeichen versuchen, abgegeben und damit Lord sogar die 4. Stufe bekommen. Hilfe der Mineure aus seinem Gefängnis zu befreien. Sei ruhig. Es ist furchtbar. Seid ihr an den Kostbarkeiten des Orients interessiert? Aha. Gut, soweit haben wir alles. Du fährst wieder nach oben, bringst also die Waren weg. So. Und dank der 4. Stufe, die wir jetzt haben, können wir nicht nur dieses, sondern auch diese Gebäude bauen. Große Noria, orientalischer Platz, orientalische Statue und später auch orientalische Festung, orientalischer Brunnen und so weiter und so fort. Sehr, sehr nice. Aber erstmal geht's hier an das da. Denn mit dem hier großartig. Können Als wir Mosaik selbst produzieren. Arbeit aufnehmen können.
Das müsste eigentlich hier mit hin. Ist blöd. Der kommt da auch nicht so leicht rüber. Und das Abholen wird dann auch immer ein bisschen schwierig. Wir machen es einfach mal so. Hervorragend. Dieser Quarz ist von bester Qualität. Ja, nicht? Ist ja auch mein Quarz. So, genug gequarzt. Jetzt wird erstmal eine Moschee gebaut und dann dürfen sich unsere Leute entwickeln. Diese Moschee war hier dringend nötig. Ja. Nun werden wir. Definitiv. Ein Mosaikmacher. Ach ja, den müssen wir auch noch bauen. Sonst ist schwer. Müsste eigentlich dahin. Machen wir es so. So kann er auch noch abholen. Aber ich brauche 15 Holz. Das heißt. Haben sich in ihrer Siedlung niedergelassen. Ja, bevor ihr euch niederlasst, bitte einmal kurz mehr Steuern zahlen, damit ihr euch nicht entwickelt. Ich brauche das Holz. Machen wir anders. Ich hole mal noch Holz. Von der Lady hier oben. Immer mehr Leute ziehen hierher. Ist das nicht toll? Kaffeerösterei und Kaffeeplantage können wir auch noch bauen. Meine Güte, hier geht was ab. Das nehmen wir mit. Euch zu sehen. Benötigt ihr eine? Ja, mehr Holz. Viel mehr Holz. Ein Holzfäller reicht bei mir zwar nicht aus, aber wir können ja zur Not alles kaufen. Halleluja. Jo. Gut, wir haben ganz viel Gold und ganz viel Eisen. Das wird für später wichtig sein. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Da ist Gold. Da ist Eisen. Das reicht aus. Wir brauchen den Mosaikmacher. Ah, die Mosaikmacher haben ihre Werkstatt bezogen. Gut. Mosaik wird also selbst hergestellt. Wir haben jede Menge schon verbraucht durch den Bau der Moschee und durch das Aufwerten der einzelnen Gebäude hier. Bis hierhin reicht alles soweit. Hier können wir noch ganz viele Gebäude hinsetzen. Die werden alle noch zu Gesandten. Und je mehr Gesandte wir haben, desto fröhlicher sind sie auch. Wir können übrigens auch Dinge importieren. Da wäre ich gar nicht so abgeneigt. Kaffee zum Beispiel. Aber Kaffee sollten wir lieber selbst produzieren. Heißt, einmal Holz und Werkzeug mitnehmen. Machen wir auch wieder anders. Da fahren wir mal hier hin. Vertraut mir. Wenn wir gut. Handeln, ich vertraue dir, mein Freund, aber laber mir bitte nicht zu viel. Großartig. Na, großartig. Du fährst nach oben, holst egal, noch ein bisschen Holz. Kann ich etwas für euer Sehen? Sehr gut. So, dann fahren wir wieder runter. Egal, wie oft ihr an dieses Tor pocht. Ich kann euch nicht zum Kaiser vorlassen. Er kann. Sehr ruhig, Pöbi. Dann bauen wir einen Kontor nicht hier. Ach, Scheibenkleister, ich brauche das andere Schiff. Fährst mal bitte runter. So, eins. Na, hat er nicht übergeben? Ich übergebe mich gleich. So, hier können wir Kaffeeplantagen und alles bauen. Kannst wieder weiterfahren. Kaffee. Einmal Kaffeeplantage. Braucht Mosaik. Oh, okay. Holen wir. Das können wir jetzt alles selber machen. Mosaik, Mosaik, Mosaik. Da. 30 Mosaik. Ja, reicht. Noch ein bisschen davon. Und dann geht's runter. Sehr schön. Das heißt, Kaffee kann jetzt angebaut werden. Kaffee Nummer 1. Dann bauen wir noch eine Noria. Ich weiß, wir können jetzt schon die große Noria bald bauen, aber das ist mir sowas von Wurst, ob ich das kann oder nicht. 1, 2. Ah ja, dies sind erstklassige Kaffeebohnen. Und eine Rösterei ist auch dabei. Ist das nicht toll? Wie wundervoll. Wunderbar. Ich kann den Duft frisch gerösteten Kaffees schon förmlich riechen. Oh, ich auch, ich auch. Vielleicht nicht frisch geröstet, aber frisch gebrüht. Das ist auch sehr nice. Ah, nee, 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 nee. Schön. Gut, wir werden jetzt demnächst also auch Kaffee haben für unsere Gesandten, damit die dann noch glücklicher sind und uns noch mehr Geld geben. Aber wir brauchen eben auch mehr Gesandte. Heißt nicht, dass ich jetzt mehr Gebäude baue. Nein, das heißt, dass ich jetzt mit dem einmal rüberfahre, Werkzeug hole.
bevor ich nämlich keins mehr hab. Lasst uns versuchen, Lord... Seid ihr an den Kostbarkeiten? Lasst uns versuchen, Lord Northburg mit Hilfe der Mineure aus seiner... Sei ruhig. Holz. Egal, wie oft der Erlös aus dem Handel... Egal. Oh ja. Okay, wieder runterfahren. Egal, wie oft ihr an... Sei ruhig, Mensch. So langsam nervt die Alte. Halt, hier können wir nochmal her. Hier kommst du nochmal her. Und baust bitte einen Kontor. Einfach nur, dass die Festung schon mal uns gehört. Dann bauen wir einen Weg. So. Dann können die nämlich machen, was sie wollen. Und wir haben schon mal die Möglichkeit, später ein bisschen was zu errichten. Hier kommst du her. Mosaik wird noch fleißig hergestellt. Ach, die Santa Maria hat wieder alles hier abgeladen. Wie doof ist das denn? Hier haben wir nichts mehr, ne? Nee. Da könnten wir noch Seidenplantagen bauen, wenn wir denn so lustig sind. Und du holst erstmal dein Zeug wieder ab und bringst es nach Hause. Denn wir brauchen das hier dringender als überall sonst.